Moin, liebe Eop Army, und herzlich willkommen zu einem weiteren Privat-Vlog. Ja, meine Mutter, Bekannte und ich, wir haben uns gedacht, wir gehen heute mal ein bisschen Pilze sammeln. Macht ja heute leider fast kein Mensch mehr. Und ich bin jetzt hier in der Kaserne, hier in Schwabach, im Ami-Gelände. Was mehr oder weniger auch eine Art Lost Place ist. Und hier, wo ich jetzt gerade laufe, sind die früher, haben die sich hier an die Mauer reingepirscht im Endeffekt und haben auf die Mauer geschossen, die ihr hier hinten im Hintergrund seht. Ich hoffe, man sieht's hier. Aber wir kommen dann später eh noch näher. Und ich habe jetzt hier schon ein paar Butterpilze und Reizker, Blutreizker gefunden, sind essbar. Und ich schaue jetzt mal, weil hier in dem Gebiet hier gibt es normalerweise immer einen Haufen Butterpilze. Also ich habe da schon extrem viele hier rausgesammelt. Meine Mutter, teilweise stehen die sogar hinten an der Mauer, da wo wir jetzt dann hinkommen, stehen die teilweise sogar extrem heftig. Also da stehen die teilweise wie gesät, als wenn einer wirklich Saatgut gehabt hätte und das da ausgestreut hat. Ich bin mal schauen, ob mich das Bezirk, das Gebiet heute mich... wieder mal, sag ich mal, glorreich unterstützt oder ob mich das Gebiet heute mal hängen lässt. Also ich habe ja schon ein paar gefunden und da müssen wir mal gucken, was sonst noch geht. Ich glaube, da hinten steht schon wieder einer, oder? Ist das einer? Schauen wir mal drunter. Ne, das sind Lamellen. Und ja, 90% der Lamellendinger sind meistens eh schlechte Pilze. Also meistens ist es so, dass die mit den Schwämmen gut sind, aber da kann man leider auch nicht genau nur noch danach gehen, weil es sind halt auch zu viele Pilze, die mit Schwamm da sind, aber auch trotz allem schlecht sind, wie zum Beispiel der Klassiker, der Gallenröhrling. Hat seinen Namen wegen seines Geschmacks, weil egal was man macht mit dem Pilz, egal in welcher Form man ihn kocht oder behandelt, sage ich jetzt mal, dieser Gallenröhrling hat das Problem, dass er genauso bitter schmeckt wie Galle. Und ich meine, ihr kennt es hier, manche Leute kennen es, wenn man manchmal nichts gegessen hat. Und es ist dann schlecht und man kriegt dann diese Magensäure. Und das schmeckt dann auch manchmal total, ja, bitter, sage ich jetzt mal. Dass da manchmal sogar ein bisschen was von der Galle dabei ist. Ja, hier stehen normalerweise immer Reizke, aber heute nicht. Ich habe jetzt bloß am Anfang des Gebiets hier immer ein bisschen, also ein paar Reizke habe ich gehabt. Boah, jetzt hätte ich fast umgeratzt. Dann hätte ich mich gleich wieder zum Onkel Doktor legen können. Langt mir eigentlich schon die letzten 12 Monate. Was ich da beim Captain Doktor verbracht habe, ich glaube, da habe ich innerhalb dieses einen Jahres, also der letzten 12 Monate, habe ich, glaube ich, mehr beim Doktor verbracht als manche Leute in 10 Jahren. Schaut aber hier dieses Mal leider etwas mau aus. Das Gebiet enttäuscht mich dieses Mal extremst. Und da seht ihr jetzt hier die Mauer, die haben die hier komplett ringsrum gezogen, bis darüber. Und da haben die mir drauf geschossen. Kann ich euch da mal ein paar Schutzlöcher zeigen. Aber hier und da drüben haben wir wieder einen Pilz. Das heißt, ich kann jetzt die irgendwie herausfummeln da. Machen wir es mal so. So. Ein Butterpilz. Die sind ganz gut in der Soße, aber man sollte es mit denen nicht übertreiben, weil sonst hat man mehr oder weniger eine Buttersoße. Weil die bringen richtig geilen Buttergeschmack in die Soße. Da braucht man nicht die Butter benutzen. Und ich kenne mich ja mit dem Zeug so extrem gut aus, weil meine Mutter mich damals als Kind auch schon immer mitgenommen hat in die Pilz. Und mir daher das Ganze auch schon beigebracht hat. Und Pilze sind halt was Natürliches. Der ist schon im Arsch, der Pilz hier. Das wäre eigentlich auch ein Butterpilz, aber wer weiß, wie lange der da schon liegt. Und wer weiß,
Erstmal hier durch das ganze Gestrüpp hier. Und wer weiß, was da alles schon drin war. Gut, das ist bei jedem Pilz eigentlich so. Das war jetzt ein Widerspruch. Weil eigentlich sind überall irgendwelche Viecher dran gewesen, aber das merkt man ja beim Kochen letztendlich nicht mehr. Wenn man die vernünftig sauber macht. Das da hier, der Kollege da, der da. Ist garantiert auch schlecht. Jetzt kommt gleich die Pilzarmee und schießt mir ab. So, jetzt habe ich da vorne irgendwas noch durchblinzeln sehen. Na, ich habe schon gefunden. Also ein paar Pilzchen hätten wir hier sogar stehen. Was seid ihr? Ja, die sind wieder mit Lamellennetze, die sind giftig, der auch. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, also für die Leute, die vielleicht jetzt dieses Video anschauen, die hier selber Pilze sammeln gehen, ihr dürftet das kennen. Für die Leute, die das nicht kennen, leider heutzutage weniger die jungen Leute, die kennen das weniger, da seht ihr es wieder. Auffällig ist die glitschige Kappe. Dann hier dieser Ring, den ihr hier seht. Da, den Ring da, hier, da. Und halt die helle Schwamm. Sind Butterpilze wieder. Jetzt oder? Das ist hier in dem Bezirk heftig, aber ich habe hier teilweise das wirklich schon gehabt, dass sie hier, wie schon gesagt, wie gesät standen. Also extremst. Also momentan ist es irgendwie ruhiger hier. Wundert mich direkt. Also entweder bin ich schon zu spät dran oder ich bin zu früh dran. Also keine Ahnung. Egal, wir gehen jetzt auf jeden Fall mehr weiter und schauen mal weiter, ob wir hier noch ein paar finden. Auf jeden Fall schon mal eine schöne kleine Ausbeute. Und ich wünsche dann meiner Mutter viel Spaß beim Putzen. Hehehe. Weil meine Mutter nimmt die dann mit nach Hause und macht die dann bei sich zu Hause. Putzt die dann. Und ich denke mal, die wird mir dann wieder ein paar vorbeibringen. Und dann mache ich halt mal irgendwie, keine Ahnung, Pilzcremesuppe oder sowas. Oder halt, wenn ich dann nach Soßen koche, dass ich ein Stück vom Butterpilz mit reinhau. Mal schauen. Und mir ist ja aufgefallen, dass ihr extrem auf diese Vlogs steht. Also euch gefällt ihr das. Angefangen damit den Autoscooters vor kurzem. Und ihr steht ja auf diese Vlogs, deswegen werde ich euch da auf jeden Fall noch mehr bringen. Und da hätten wir wieder einen Kandidaten. Kollege, du wirst gegessen. Da sieht man es richtig gut. Da ist nämlich noch ziemlich unverletzt. Also hier habt ihr diesen kleinen feinen Schwamm. Da habt ihr eine Nacktschnecke. Und macht ihr scharf. Mach scharf. Moment Leute, ich mach mal kurz hier. Mach halt scharf. Oh, diese Kamera, Leute, ne? Na, ihr seht aber hier diesen Fleck da. Die da, die schmeißen wir jetzt mal runter. Oh. Ne, den Pilz. Ich glaube, die sind unten. So. Ja, das Typische, wenn man im Wald ist, dann krabbelt es einem überall. Kennt er ja bestimmt, wenn er selber mal draußen war, als Kinder oder so. Und da das Spinnennetz läuft oder so. Dann krabbelt es einem überall. Dann kratzt man sich dort, obwohl da gar nichts ist. Vielleicht das Spinnennetz, aber sonst auch nichts. Also hier haben wir nichts mehr. Schaut nicht mehr danach aus. Da vorne hätten wir irgendwie ein Metall. Da unten im Boden. Und ich wollte hier noch Schusslöcher zeigen, genau. Was würdet ihr eigentlich davon halten? Ich kenne hier nämlich hier in Schwabach einen Lost Place. Was würdet ihr denn davon halten, wenn ich euch mal ein Lost Place Video mache? Schaut mal, wie die eingerissen ist, ey. Haben sie die Spinnen auch schon drin ausgetobt. Aber hier sind jetzt leider noch nicht so die Schussverletzungen in der Mauer. Dann wären wir ein bisschen weiter rüber. Aber wo bin ich jetzt hier durchgegangen? Ach, genau da hinten bin ich durchgegangen. Gehen wir mal da drin durch. Ich bin ja zumindest froh, dass ich meine Unfälle hier so weit überstanden habe und dass es mir da so weit gut geht. Und ich wieder laufen kann. Ja, noch teilweise immer bloß mit Tabletten, aber es geht schon. Wo waren jetzt hier die Schussverletzungen? Leute. Hier waren doch irgendwo Schussverletzungen in der Mauer drin. Ich weiß echt nicht mehr, wo das war, Leute. Auf jeden Fall müssten hier eigentlich Schussverletzungen in der Mauer sein. Sieht man aber leider nichts mehr.
Es ist wahrscheinlich, weil die Mauer jetzt hier schon seit Jahren steht. Man sieht es ja auch an der Mauer selber. Das ist ja schon eine uralte Mauer. Da drüben haben sich irgendwelche Sprayer ausgetobt. Das zeige ich euch gleich. Was steht denn da drin für ein hübscher Kollege? Müssen wir uns mal gleich anschauen. Aber wir schauen erstmal hier hinten rum, ob hier hinten noch irgendwas steht. Schaut aber nicht mehr danach aus. Okay, dann gehen wir uns mal diesen Kollegen hier widmen. Oder bist du ein schlechter Kollege? Ach so, das sind mehrere Kollegen, aber alles giftig. Was haben wir da? Ein Stein. Und noch ein Stein. Ja, das war übrigens jetzt eine spontane Aktion von uns, dass wir in die Pilze gehen, weil das Wetter auch einigermaßen passt. Deswegen nicht wie geplant eigentlich der ganze Sonntag gestreamt, sondern ja ein bisschen weniger, aber es geht ja trotzdem noch. Ihr kriegt ja trotzdem noch einen Stream und da haben wir dann nächsten Kollegen. Ja, und wie schon gesagt, falls euch falls ihr noch Interesse hättet an diesem Lost Place. Vielleicht mache ich das dann auch gleich spontan, wenn wir dann in der Nähe vorbeikommen. Vielleicht mache ich dann auch diesen Bunker, dass ich euch den sogar Lost Place streaming aufnehme. Falls wir da vorbeikommen, falls wir so weit hinterlaufen sollten. Weil es gibt hier nämlich in diesem Wald einen Bunker. Leider bloß einen Bunker, wo halt einfach so reingehen und ein Stück hintergeht. Und dann gäbe es hier noch die Kaserne. Na, da hinten haben wir nochmal so einen Kandidaten, direkt unter dem Baum versteckt. Schauen wir mal. Teilweise muss ich da ja verrenken und verbuckeln da. Das ist übrigens auch ein weiterer Butterpilz. Mich juckt schon wieder überall, Leute. Ich komme hier schon wieder vorne. Als ob ich in ein Ameisennest baden würde. So derbs krabbelt es mir teilweise überall. Aber das ist halt normal beim Pilze sammeln. Oder wie ich derzeit mache, Butterpilze sammeln. Was stehst du da drüben? Was bist du? Das ist mit Lamellen. Der da drüben ist auch ein Lamellenkandidat. Was ist das da hinten? Hat auch Lamellen. Ja, wie ihr seht, ist das Grundstück, muss ich sagen, hier, das hat sich in den letzten Jahren extrem verändert. Also vom Bewuchs her. Man merkt ja wirklich, dass die ja, Bundeswehr, Armee oder was das auch immer ist, wie man die auch immer nennt, ich glaube Militär oder so halt, dass die hier nicht mehr regelmäßig da sind und ihre Schießübungen machen, weil sie keinen Anlass im Endeffekt mehr dazu finden. Und deswegen machen die hier natürlich ihre Schießübungen nicht mehr und pflegen das Grundstück hier auch nicht mehr. Und dementsprechend ist es so dermaßen verwildwuchert mittlerweile, dass es jetzt noch richtig geil wäre für die, wenn die jetzt hier so eine Übung machen würden. Jetzt würde eine Übung nämlich wenigstens auch Sinn machen, weil jetzt ist richtig geil Wald. Davor war es halt wirklich, naja, mehr normales Grundstück als Wald, aber ne. Was will man da machen? Und da fliegt irgendwo ein Tauben rum. Captain Taube. Die Tauben wäre nicht nur halb so taub, wenn sie Tauben keine Tauben wären. Das war jetzt mal so ein richtig geiler, unlogischer Spruch, den ich hier mal in die Runde gepfeffert habe. So. Aber, wir haben das ganze Grundstück abgegrast. Und hier schaut es nicht mehr nach Pilzchen aus. Also das mal ein bisschen mau, die Ausbeute hier in dem Grundstück hier. Ja, und für die Leute, die jetzt vielleicht meinen, ja, ob ich da überbrennen darf und bla bla bla. Grenzwertig, sage ich jetzt mal, weil eigentlich dürfte man hier wahrscheinlich nicht rein, gebe ich ganz ehrlich zu, aber der Zaun ist an so vielen Stellen schon zerschnibbelt und aufgebrochen und so weiter. Und ich meine, der interessiert das Grundstück ja eigentlich eh nicht mehr. Und ich gehe ja nicht rein, um hier irgendeinen Mist zu machen, sondern ich gehe ja rein, um Pilze zu sammeln. Also dürfte das eigentlich an sich keine Probleme machen. Hier, wo wir jetzt laufen,
hatte ich früher immer Eidechsen gefangen. Also Zauneidechsen halt. Und hab die dann von Zecken befreit, weil ich habe da immer so Zeckenzange dabei gehabt. Den dann in die Zecken gezogen und hab die dann wieder freigelassen. Ich weiß, es ist ein bisschen hobbylos, aber mir fiel in der Jugend damals halt nichts anderes ein. Zu dem Zeitpunkt. Und habe ich halt mit Eidechsen von Zecken befreit. So, dann gehen wir mal hier hoch. Also nicht. Und das mit meinen müden Knochen, nee. Das will ich heute Abend wieder spüren, ey. Durch das ganze Unterholz hier durch, nach oben kämpfen. Und dann sind wir oben, Leute. Und jetzt schauen wir mal hier oben noch lang, weil ich zeige euch, ich gehe jetzt mal mit euch noch zu einer Stelle, wo es normalerweise sogenannte Birkenpilze gibt. Und wer sich ein bisschen mit der Baumkunde auskennt, der weiß, was eine Birke ist. Und wer sich dann auch noch mit Pilzkunde auskennt, der weiß, dass bei diesen Bäumen ein eben der Birkenpilz wächst, wo er seinen Namen her hat. Und auch nochmal hier oben lang. Durch diesen Wall hier. Müsst ihr mal reinziehen, ey Leute, das ist so ein derbster Hügel. Da kommst du ja vor wie in der Hügellandschaft hier. Minuten geht das Video schon, aber ihr kennt mich ja. Oh, jetzt setzt mich fast auf die Fresse gleich nach hinten. Hätte ich sogar noch was zum Lachen gehabt. Sie würde das wahrscheinlich eh wieder gefeiert mit Eob fällt auf die Schnauze. So, haben wir hier noch irgendwelche Pilzchen? Nee. So, dann gehen wir mal hier runter. Meine Spezialstelle, was ich da teilweise schon für richtig derbste riesen Pilze rausgeholt habe. Das ist echt der Wahnsinn. Wenn wir mal ein bisschen rennen, Nigger. Oh, ein Fahnen. Das, ein Fahnen. Also. Ja, ihr könnt übrigens auch immer bei meinen, nicht vergessen, sage ich jetzt auch gleich mal dazu, könnt auch mal bei meinen super YouTube-Kollegen vorbeilucken. Die machen ja nicht alle, die ich da reinhau, auch super Videos. Also bei meinen Community-Mitgliedern. Auch wenn manche den Kanal Namen und dann das Thema, was sie drauf bringen, verfehlen, aber gut, es ist jedem selber überlassen, was er auf seinen Kanal bringt und was nicht und wie er wieder seinen Kanal nennt. Kann ja jeder sich selber entscheiden. So, und hier schaut es jetzt eigentlich nicht wirklich mehr nach irgendwas aktiven Guten aus. Was sagt dann mein Speicher? Okay, dass noch weniger Speicher drauf passt. Ja, ich habe mir für diese Vlogs, beziehungsweise für... Alter, hat das knackt. Oh, und da haben wir doch schon Birkenpilz. Hätte ich jetzt fast übersehen, den lieben Kollegen. So, kurze Erklärung zu diesem Birkenpilz. Erstmal schneiden wir ab. Und immer natürlich so weit wie möglich unten abschneiden. So, und ich zeige euch jetzt mal was. Na, wo haben wir die Birke? Da. Ihr müsst euch vorstellen, das hier ist ja eine Birke. Wenn ihr einen Birkenpilz so nehmt, seht ihr ja, dass der Stamm relativ gleich ist. Komm, mach dir scharf. So. Birkenpilz hat einen weißen Schwamm. Eine braune Kappe. Und somit habe ich mein Jahresziel erfüllt, weil ich habe so ein kleines Jahresziel. Nennt sich, jedes Jahr einen Birkenpilz zu finden. Und am liebsten immer den ersten von meiner Family. So ein kleines Battle, wo wir haben. Wobei ich eigentlich ziemlich häufig das Battle gewinne. Weil ich das um meine Ecken halt habe. Was ist denn das da unten? Ah, das ist eine Wurzel. Eine weiße Wurzel. Kann man fast meinen, dass da irgendein Spray am Werk war, aber dabei war das die Natur persönlich. So, dann gehen wir mal noch an einen anderen Fleck von diesem Grundstück hier. Wir sind übrigens, bevor ich es vergesse, wir sind jetzt hinter der Mauer. Wir sind jetzt einmal um die Mauer sozusagen herumgelatscht. Und ich habe wie immer meine
meine Schrottschuhe an, die mittlerweile schon so dermaßen im Arsch sind. Aber das sind halt meine Schuhe, die für solche strapazierfähigen Sachen wie durch den Wald latschen, Autoscooter, weil ich meine, durch die Crash, wenn die ja teilweise so in die Nähte strapaziert, dass ich da mir keine teuren Schuhe anziehe, sondern da ziehe ich mir einfach irgendwelche Scheißschuhe an, die meistens irgendwo schon ein bisschen defekt sind. Und gebe denen so den, sozusagen damit den Rest, dass ich sie dann endgültig schon wegschmeißen kann. So. Eigentlich ist da drüben am Hang noch Pilze, aber heute nicht. Die lassen sich heute kläglich vermissen. Das Schöne an dem Bezirk, wo ich hier gerade bin, dass hier eigentlich kaum fremde Leute sind. Dass sich fast kein Pilzsammler hier rein verirrt. Und hier eigentlich fast immer. Je nachdem, wenn halt die Pilze dann schon da sind. Also ich meine, es gibt ja gewisse Zeit, wo die Pilze wachsen. Manchmal früher, manchmal später. Da hinten schaut es auch nicht mehr gut aus. Da ist auch alles leer. Und wie schon gesagt, je nachdem, wie halt die Wetter gegeben hat und alles sind, kommen die Pilze früher oder später. Und dementsprechend wachsen die halt dann. Und wenn dann welche da sind, also wenn wir in der Pilzzeit drin sind, habe ich eigentlich hier in dem Bezirk hier eigentlich immer mindestens einen Pilz rausgeholt. Oh. Ist so schwer auf der halben Piste hier zu laufen. Was ist das für ein Viech? Hey Leute, schon mal da oben ist ein Falke. Oder ganz oder irgendwas. Auf jeden Fall irgendwas, was einen komischen Klang macht. Tut mir leid, Vogel, ich spreche kein Vogelisch. Ich spreche nicht deine Sprache. Lieber Vogel, da musst du in der Weltsprache sprechen. Kleiner Tipp, Englisch. So, dann gehen wir mal hier raus und gucken mal, wie wir hier jetzt am besten rauskommen. Müsste nämlich auch irgendwo hier der Zaun oder defekt sein. Ich weiß bloß noch mal genau, wo die Stelle war. Aber ich finde die schon. Weil ich meine, im Endeffekt, wenn man bedenkt, ich meine, die Leute, die Lost Places bringen, die sind ja auch ein bisschen grenzwertig am Gesetz, sag ich mal. Versuchen wir uns mal hier irgendwie durch das scheiß Dornengeschmarre hier durchzuarbeiten. So. Ernsthaft, die haben den Zaun zugebunden. Eigentlich wäre da das Loch. Was mache ich jetzt? Schauen wir mal, kann man das irgendwie aufmachen? Ich habe jetzt keinen Bock, den ganzen Bezirk vorzulatschen. Warte mal, machen wir mal was dazu. Hört nämlich auch witzig aus, Leute. Schaut euch mal an. Hier. Ist der Baum direkt durch den Zaun gewachsen. So. Spinne, geh mal weg. Ja, das Problem ist, dass hier sich die Jugendlichen auch immer rein verirren und irgendeinen Scheiß hier drin machen. Und deswegen dann irgendwann, wenn die Militär wieder da ist, die das alles hier zumachen. Ich hab mal besser den Moment. Ich hab Eisen auf Eisen, das geht glaube ich besser. Oder Eisen auf Holz. Gott ey, das, Leute, das ist echt ärgerlich, dass ich jetzt hier nicht rauskomme. Das haben sie echt scheiße zugemacht. Wenn ich das irgendwie hier aufkriegen werde, Leute, dann könnte ich wenigstens raus wieder dingsen, aber jetzt muss ich jetzt wahrscheinlich außen rum latschen. Ist doch zum Kotzen, Leute, da komme ich nicht durch. Never. Habe ich no change. Mal schauen, ob das hier vorne irgendwo offen ist. Boah, Leute, stellt euch mal das Horrorszenario vor. Da ist die Bundeswehr, stellt euch mal vor, ich wäre jetzt hier drin. Die Bundeswehr hätte jetzt gesagt, das heute erst zum Beispiel zugemacht. Gut, es war rostig wie Sau, deswegen war es nicht heute, aber einfach mal philosophieren, stell dir das mal vor. Die hätten jetzt das zugemacht, weil die jetzt hier Schießübungen machen wollten. Und ich hupfe jetzt in den Bezirk rum, stell dir das mal vor. Die von da auf einmal hier rumzuballern. Oh, ich glaube, ich habe Randspinnen jetzt gekillt. Oh, Krampf am Fuß. Leck.
Boah, schaut mal dieses Viech an, Alter. Leute, zieh dich mal rein, diese Raupe. Zieh mal diese Raupe rein. Aber man weiß ja nicht, wie giftig oder so die ist. Nehmen wir jetzt mal mit dem. Zieh mal diese fette Raupe rein. Was die für eine geile Lackierung hat, Alter, für einen geilen Skin. Die sehe ich heute schon den ganzen Tag rumkriechen, diese Viecher, Alter. Das muss irgendeine Raupenart sein, die derzeit rumkriecht, die jetzt ihre Zeit haben halt. Zum Verpuppen. Oh, da drin schaut es gut aus, Leute. Ich glaube, ich habe das nächste. Ich glaube, in dem Loch komme ich raus. Und mein Schnürsenkel ist offen. Ich komme gleich hier hoch, fällt auf die Schnauze, Teil 2. So. Kann man sich da durchmogeln oder haben die das auch zugemacht? Schauen wir mal. Ey Leute, das macht mich krank. Wollen wir mal schauen. Wisst ihr, was da jetzt gut wäre? Eine Zange. Ich weiß halt derzeit nicht einmal, wo meine Mutter und der Bekannte rumhupfen. Na komm. Na komm, ey. Wenn das Messer irgendwie eine Zange dabei hätte, ne? So wie damals mein eines Taschenmesser, wo ich hatte. Wenn ich diese scheiß kleinen Mini-Dinger, was die da hingemacht haben, die Mini-Drähte einfach aufzicken. Alter Schwede. Das war schon seit Ewigkeiten, weil meine ganze Hand ist jetzt von dem scheiß Rostbraun, ey. Ich hab mal fast nicht auf den Kacke gelangt, ey. Einmal geöffnet. Draht. Im Endeffekt muss ich nur hier unten aufkriegen, dass ich mich da durchbucken kann. Ach, das ist doch schon Kotzen, ey. Der immer diese scheiß fucking Rackeln machen müssen, ey. Ich komme jetzt hier nicht richtig raus. Was ist denn, wenn ich das eigentlich hier hin und her biege? Müsste das doch eigentlich aufkriegen. Wegen Materialermüdung. Noch ein Jahr gehen. Ach Leute, ich habe keinen Bock vorzulaufen wieder extra. Jetzt kann ich doch hier immer durch. Du kannst das vergessen, ey. Jetzt will ich extra bis vorlatschen, nur weil diese scheiß Wichser diese Kacke zugemacht haben. Ah, komm, ey. Das nächste Mal nehme ich mir eine Zange mit zum Pilzesammeln. Dann bin ich der erste, welterste Pilzesammler, der sich eine Zange mit zum Pilzesammeln nimmt. Dann kämpfen wir uns mal wieder hier hoch. Schau mal den Skin von dem Pilz an, Alter. Na, dann klappe. Kämpfen wir halt wieder nach vorne. Dann seht ihr, wo ich reingekommen bin. Und sozusagen auch wieder rausgehe. Es wäre bloß wieder schaffen, da irgendwo von der Runde zu kommen, ohne auf die Schnauze zu fallen. Und naja, Zero, der das eh wieder abfeiern, wie ich einen Zero kenne. Der feiert es ja auch mal jedes Mal so ab, wenn ich bei Euro Truck Simulator in einer Vollsperrung lande, dann feiert der Zero das ja auch mega ab. Ah, da schaut ein guter Weg aus. Schaut richtig gut aus. Am Arsch die Waldfee. Ich nehme alles zurück, was ich zu diesem Weg gesagt habe. Aber heil unten angekommen, perfekt. Dann latschen wir doch einfach mal hier durch. Ui, schau mal das Dornending an, Alter. Da will man nicht dagegen rennen, ey. Einmal hier außen rum. Und hier, wo wir jetzt sind, sind eigentlich im Eidechsen. Um die Zeit aber noch nicht. Weil
Es ist noch viel zu früh. Wir sind um 8 Uhr los. Haben wir vielleicht 9, 10, wo ich jetzt das Video aufnehme. Und dass noch keine Eidechsen an der Rhoda gehen. So, hier habe ich übrigens die ganzen Pilze gefunden. Und hier hinten habe ich auch was mit dem Video angefangen. Ich sehe gerade, hinten stehen sogar noch welche, die ich beim Hinweg übersehen hatte. Also, nehmen wir doch mal wieder unser schönes Messer. Also, ich mache dich Messerpilz. Und das sind hier natürlich asozial, wenn ihr hier mitten in dem Wald, schön in die Natur rein natürlich, ne, irgendwas Glas oder so reingehaut wird oder Ei oder irgendwas anderes wie Plastik oder irgendein Scheiß. Da kann ich jedes Mal ausfüllen, wenn ihr das seht. Weil die Natur, die kann das nicht so einfach verarbeiten, Leute. Auch ein Appell an meine Zuschauer und alles. Falls ihr auch mal solche Leute wart, ich meine, ich war früher nicht anders, ich gebe es zu. Als Jugendlicher, man hat was in der Hand gehabt, keinen Bock gehabt, das mitzuschleppen. Da hat er dann einfach mal schnell in die Natur gefeuert. Ich weiß selber, dass ich früher so faul war, das mitzutragen, aber ganz ehrlich, ihr tut der Natur nichts Gutes und ihr tut unserem Planeten nichts Gutes, wenn ihr das irgendwo reinfeuert. Also falls ihr solche Kandidaten seid, wäre es gut, wenn ihr in Zukunft einfach mal einen Ruck gibt. Und auch wenn ihr sowas mitkriegt, wenn ihr mit Kumpels oder Freunden oder irgendwelchen Leuten unterwegs seid und ihr kriegt mit, dass die was in die Natur feuern und sagt halt einfach zu denen, ey Leute, nehmt's doch mit, schmeißen wir es ordnungsgemäß in eine Mülltonne oder so, weil es macht die Natur kaputt. Mein einer mag zwar nicht viel ausrichten können, aber nehme man zum Beispiel eine Million Leute, dann richtet das schon, ändert das schon wieder einiges. So, jetzt muss ich dann, wenn ich irgendwann mal eine Möglichkeit habe, mein Schnürsenkel wieder binden, aber ich werde den Hügel jetzt mal von seiner Schattenseite anschauen, ob der mir da auch noch ein paar Pilze spendieren tut. Und dann laufen wir erstmal hier durch das hohe Unrat hier, da kommt man sich vor wie ein Urwald. So, mein lieber Berg, hast du auf deiner Schattenseite auch noch eine schöne Seite? Oder bist du hinten eiskalt? Was sehe ich von hier? Wie wir sehen nichts. Außer Gestrüpp. Okay, ich glaube, hier brauche ich nicht aufklären, weil das bringt nichts. Muss man so Überlebenssimulationen immer machen? Wie zum Beispiel Stranded Deep oder so. Ja, Leute, ich habe das jetzt voll lustig ausgesprochen. Stranded Deep, habe ich jetzt gesagt. Ich meine natürlich Stranded Deep. So, was sagt eigentlich mein Ding? Oh, mein Speicher wird langsam voll. Ja, Leute. Ich will mal den Speicher aufheben, falls wir noch den Lost Place kommen. Dass ich euch den Lost Place gerade präsentieren kann. Deswegen bedanke ich mich beim Zuschauen bei diesem Video. Ich hoffe, es hat euch mal natürlich wieder gefallen. Und schreibt es einfach mal in die Kommentare, wenn ihr weiterhin wirklich solche Vlogs sehen wollt, wie ich es jetzt gemacht habe mit dem Privat-Vlog. Dann